Herzlich willkommen zu diesem Video. So, wir sollten ein Ranking erstellen. Ich bin mal gespannt, wie es werden wird. Ich habe das Video noch nicht gesehen, aber erstmal auf geht's zu diesem Video. So, sehr gemein vom Fritz, also vielen Dank dafür, dass wir schon die erste Aufgabe bekommen haben, und zwar zu beurteilen, wie die einzelnen Leute sind. So, ich bin ins Video reingegangen. Ab hier bitte nicht mehr weiterschauen. Ich so, da war ich ein bisschen unterwegs gewesen die letzten Tage. Und alle möglichen Leute fragen mich, und hast du schon gemacht? Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Nein, habe ich natürlich noch nicht. Deswegen jetzt. Ja, wir legen mal los mit der, ja, mit dem Start von dem, was Fritz auch bekannt gegeben hat. Ich weiß nicht, Chat. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay, Chat, ich mach's jetzt einfach. Ich weiß... Ich habe mich damit gegen den Chat entschieden. Ich werde an dieser Stelle auch jetzt nicht weiter erläutern. Also, Freunde, wir machen jetzt was Schönes, was sehr Schönes. Und zwar habt ihr es sicherlich mitverfolgt, die Leute, die viel in Stream sind. Es gibt sowas in verschiedensten Bereichen, das nennt sich Tierlist. Tierlist gibt es sogar beim Militär. Tier 1, Spezialkräfte. Ja, also Einteilung von Ratings, wie gut die Leute sind. Ja, ich zeig's so ganz kurz, damit ihr wisst, optisch habt ihr vielleicht schon mal gesehen, blabliblub, hier. Und diese Tierlist werden wir jetzt gleich gemeinsam erstellen. Worum geht's? Es geht um die Teilnehmer und um die Einschätzung der Überlebensfähigkeiten dieser Teilnehmer. Vor allem, da wird doch irgendein Haken daran sein, warum das so eingeratet wird. Also der wahrscheinlich beste... Gerateste wird dann wahrscheinlich nur ein Gegenstand mitnehmen dürfen, der letzte 20 Gegenstände oder man kriegt den besten oder schlechtesten Spot. Ja, kann man so für Spannung sorgen. Ja, es gab eine Zeit lang, da haben welche das gemacht vom Boxkampf und so weiter, wer würde wen blablabla besiegen und so weiter, ging so ein bisschen durch die Streamerwelt durch und wir haben überlegt, ey, das ist eigentlich eine coole Sache und pass auf, genau zuhören jetzt. Und zwar ist das eine Message an alle Teilnehmer. Wildcard ist immer noch erstmal noch außen vor, das wird im Hintergrund gerade gemacht, aber an alle Teilnehmer. Meine Wenigkeit, Sabrina, Nova, Knossi, Sascha und Otto. Das sind die 6 Teilnehmer. Und alle diese 6 Teilnehmer sollen jetzt über diese Tierlist in den nächsten Wochen, umso schneller, umso besser ist natürlich, sich selbst und die anderen Teilnehmer einschätzen. Ja? Worum geht's? Es geht darum, eine Sortierung vorzunehmen. Und es darf keine Doppelplatzierung geben. Also man darf nicht sagen, ah, die beiden sind ungefähr gleich, sondern es geht darum, final Skill Rank 1, der erfahrenste, bis Skill Rank 6, der unerfahrenste, die zu sortieren. Man kann hier einfach draufklicken, kann die irgendwo reinschieben, blabliblub. Ja, ist ganz, ganz einfach. Und ich möchte, dass das alle Teilnehmer, also alle, die ihr seht, irgendwie in einem Video oder auch in einem Livestream, wie ihr Bock habt, machen, um sich selbst einzuschätzen und auch sich selbst im Vergleich zu den anderen Teilnehmern einzuschätzen. Guckt euch auch mal ein paar Videos an, stöbert durch Instagram, wie auch immer. Und ganz wichtig, begründet natürlich auch, warum ihr wen wo seht. Es geht dabei um die Überlebensfähigkeit. Da spielt körperliche Fitness, Mindset, Vorerfahrung, technische Skill, alles mögliche Rolle. In der kompletten Gesamtheit. Was glaubt ihr, wer hat die größten Überlebensskills, Survival-Skills, Fähigkeiten, wie auch immer man das nennen will? Das wäre sehr, sehr geil, wenn das jeder der Teilnehmer macht und natürlich auch alle anderen Streamer, die irgendwie das Format feiern, sich alles Mögliche angucken. Keine Ahnung, ich habe es gesehen, Unge hat sich einiges angeguckt, ich glaube auch Trimax hat reingeschaut und noch sicherlich einige andere. Ihr könnt natürlich, wenn ihr Bock habt, auch eine Fremdeinschätzung machen, ne? Dass ihr einfach sagt, ah, ja, wir gucken mal, ja, wie würde zum Beispiel jetzt ein Unge, der vielleicht ein ganz gutes Mittelmaß über die Leute hat, die Leute einschätzen. So, und jetzt ganz wichtig, wenn dieses Video hier jetzt irgendwann auf dem Fritz-Meinecke-Live-Kanal ist, dann schalten jetzt an diesem Punkt alle Streamer und alle Teilnehmer ab. Ihr geht in die Videobeschreibung, klickt auf den Link der Tierlist und macht dann eure eigene Einschätzung. Und ich werde jetzt in diesem Video, beziehungsweise im Stream gerade aktuell, meine Einschätzung vornehmen. Ich möchte aber nicht, dass ihr euch von mir beeinflussen lasst. Okay, bis hierhin habe ich mich schon geschaut. So, blalala.
Ja, nicht reinschauen. Ja, ich bin mal gespannt, was Fritz da gemacht hat. Ich habe auch bei der anderen noch nicht reingeschaut. So, hier haben wir jetzt die Tierlist und ich habe überlegt, was mache ich? Fange ich von oben an? Fange ich von unten an? Baller ich das erstmal in der Mitte zu? Ich finde es halt super schwer, weil ich will auch keinem auf den Flips treten natürlich und sagen, ich schätze dich so gut oder so schlecht ein. Was machen wir? Also, alle würden wahrscheinlich denken, Knossi ist der völlig Unerfahrenste. Ist er auch wahrscheinlich, was Outdoor angeht. Jetzt ist er aber vom Alter her auch schon über 30, Lebenserfahrung. Ich habe mir ein Video von ihm angeschaut oder sogar ein paar Videos tatsächlich. Sehr sympathischer Typ. Knossi, ich freue mich sehr auf dich auf jeden Fall. Und ich glaube, er ist vom Mindset gar nicht so schlecht. Der spielt das vielleicht jetzt so ein bisschen und sagen, ich habe da Angst vor allem. Ich tue mir schwer, ihn tatsächlich auf den letzten Platz zu setzen. So, die Frage ist dann, wen setze ich auf den letzten Platz? Fritz? Nö. Eine Sabrina? Habe ich schon gesehen, was sie wirklich drauf hat, beziehungsweise, dass sie echt beißen kann. Sascha kenne ich leider zu wenig und sehe den auch nicht am letzten Platz. Eine Nova kenne ich auch so gut wie überhaupt nicht. Aber ich würde so anfangen. Ich würde tatsächlich, bitte liebe Nova, sieh es mir nach, ich weiß, du hast 15 Jahre Pfadfinder-Erfahrung und alles gemacht. Aber auch wenn Sachen ganz, ganz lange her sind, auch bei mir ist natürlich eine Dienstzeit oder manche Hardcore-Lehrgänge schon ein paar Jahre her. Klar, wächst man da dran, hat ein starkes Mindset, weiß, was man alles leisten kann. Ich habe so ein bisschen bei ihr die, nicht Befürchtung, aber dass sie so ein bisschen jetzt zu sehr Streamerin und im Zivilleben ist, anstatt Pfadfinder. Ich habe gute Freunde, die bei den Pfadfindern sind und ich weiß, dass sie richtig viel können, gerade basteln, schnitzen, machen, tun. Sind die sehr, sehr stark. Aber ich setze tatsächlich die Nova auf den Rang 6. Aber nicht, weil sie da nicht die Erfahrung hat, sondern es ist schon echt lange, lange, lange her wahrscheinlich. Und die letzten Jahre sich vielleicht etwas weich gemacht haben. Bitte sieh es mir wirklich nach. Aber das ist vielleicht auch meine Einschätzung, wo ich sage, mal gucken, ich weiß nicht, 7 Tage alleine ist halt auch nicht was für jeden. Mich freut es dafür umso mehr, wenn du da überperformst und nachher mit Platz 1 rausgehst, dann hast du einen gut bei mir auf jeden Fall. Knossi, dich haben wahrscheinlich alle auf Rang 6 gesehen. Ich sehe dich aber über Rang 6. Und zwar sehe ich dich mindestens auf diesem Rang 5 und würde dich auch tatsächlich dahinsetzen. Und ich glaube, dass wenn du mit deinem starken Mindset da vernünftig dran gehst, das packen wirst. Klar kennst du das nicht, man hat nicht den Dschungel, nicht die Dschungelerfahrung, war vielleicht auch noch 7 Tage nicht alleine. Aber ich bin mir sicher, dass du das länger durchhältst, als die meisten wahrscheinlich von dir erwarten. Und das fände ich auch klasse, weil die Unterhaltung, die brauchen wir einfach alle dabei. Ist ja nicht jeder so witzig wie du. Deswegen setze ich dich auf Rang 5. Vielleicht connecten wir uns mal und machen gemeinsam ein kleines Survival-Training, wenn du Bock hast. Ich weiß, du liest deine Instagram-Nachrichten nicht, deswegen kann ich es darüber nicht probieren. Vielleicht connectet einer der anderen Jungs uns, die dann deine Nummer haben. Du wohnst auch nicht weit weg. Ich sitze zwischen Köln und Düsseldorf. Wenn du Bock drauf hast, können wir gerne eine Kleinigkeit machen. Wäre wahrscheinlich auch sehr witzig. Wir würden uns auch schon kennenlernen. Wie gesagt, Angebot steht, wenn du Bock drauf hast. Ich würde mich sehr geehrt fühlen und mich freuen. So. Rang 4 würde ich den Sascha setzen. Sascha ist körperlich unfassbar stark, unfassbar diszipliniert, weiß wahrscheinlich auch mit Schmerzen umzugehen, sich auf, weiß nicht, vielleicht Wettkämpfe vorzubereiten. War beim Bundesheer, bei den Österreichern, hat da seinen Dienst getan. Meine Beobachtung bis jetzt war nur sehr hibbelig, aufgeregt, überpacen. Und das ist im Dschungel halt echt schlecht, aber wahrscheinlich, du hast ja auch ein Training gemacht jetzt hier beim Jagdkommando. Mit dem habe ich auch sogar tatsächlich schon mal eine Übung gehabt. Ich glaube, das könnte dein Knackpunkt werden. Super stark vom Mindset, aber vielleicht zu viel wollen. Und 7 Tage Einsamkeit sind halt echt nicht ohne. Deswegen sehe ich dich da auf Rang 4. Rang 3 sehe ich die liebe Sabrina. Wie gesagt, wir haben uns beim Ocean Warrior kennengelernt und ich habe deinen Biss gesehen in einer Situation, wo ich echt gedacht habe, da hätten viele Jungs das Handtuch geschmissen. Und vor allem mit Biss hat das zu tun und nicht mal was mit Skills, sondern einfach aushalten. Also stumpf ist Trumpf, sagt man beim Bund immer so schön. Deswegen packe ich dich auf Rang 3. So,
Rang 1 und Rang 2, jetzt sind nur noch Fritz und ich übrig. Da bin ich arg mit mir am Kämpfen. Warum? Ich finde, es gehört sich nicht so richtig, sich auf einen Rang 1 zu setzen über den Gastgeber. Ich weiß, dass Fritz beißen kann ohne Ende. Ich habe auch selten jemanden erlebt, der sich so reingräbt in neue Themen. Also letzten Tage haben wir ein bisschen hin und her geschrieben. Ich habe ein Buch gelesen, er zufälligerweise dasselbe Buch gelesen. Also hängt sich da schon voll rein. Ich bin auch mitten im Game drin, bei mir noch aufzufrischen. Alles. Er hat schon die 7 Tage Einsamkeit gemacht, ich habe die 7 Tage Einsamkeit gemacht. Dschungel habe ich schon, er hat auch schon Dschungel gemacht. Und es fällt mir einfach super schwer. Ich möchte eigentlich nicht, weil es sich irgendwie gefühlt nicht gehört, sich selber auf Rang einzusetzen. Dann hatte ich folgende Idee. Ich wollte eigentlich meinen Sohn mal fragen, mit ins Video reinholen und sagen: Karlchen, pass mal auf, wen siehst du auf 1 und wen siehst du auf 2? Der kann jetzt aber leider nicht. Deswegen würde ich einen Würfel nehmen und einfach würfeln. Quasi das dem Zufall überlassen, wer Rang 1 und wer Rang 2 ist. Gerade Zahlen, 2, 4, 6, Fritz. Ungerade Zahlen, 1, 3, 5, würde ich nehmen. Und das einfach anhand des Würfels entscheiden. Der ist übrigens von meinem Sohnemann und blinkt hier ganz schön. Ich hoffe, man kann das sehen. 1, 3, 5. Okay. War das ein richtiges Würfeln? Das war ein Würfel, ne? Gut. Damit hat der Würfel, die Würfel sind gefallen. Rang 2 Fritz. Und Rang 1 mich. Ich weiß noch nicht ganz, wie sich das so anfühlen soll. Also, meine Hoffnung ist ja, dass Rang 1 erfahren es ein bisschen härter bekommt. Schlechter Spot, weniger Gegenstände, schwierigere Aufgaben, so alles, was in diese Richtung geht. Und deswegen, ja, ich freue mich auf jede Aufgabe. Ich habe mir auch schon ein paar Dinge überlegt. Die behalte ich aber noch alle für mich, was ich auf der Insel so vorhabe. Ja, die Würfel sind gefallen. Rang 1, der Esel. Rang 2, Fritz. 3, Sabrina. Rang 4, Sascha. 5, Knossi. 6, Nova. Nicht böse sein. Und ich bin mal gespannt, was jetzt da, ja, was da damit passiert. So, Save or Download. Was muss ich machen? Wahrscheinlich Save. Check. So, das ist meine Tierlist. Ich bin gespannt, was da an Kommentaren unter dem Video dazu kommt. Wie eure Einschätzungen sind. Ich weiß, ihr habt wahrscheinlich einige Dinge anders gemacht. Bin trotzdem sehr gespannt, vor allem, welche Konsequenzen das nach sich ziehen wird. Im nächsten Video schaue ich mal rein, was der Fritz, wie sein Ranking überhaupt gelaufen ist. Würde mich auch mal sehr interessieren. Und jetzt darf ich mir das ja anschauen. Perfekt, ich habe meine Aufgabe erledigt. Bis zum nächsten Mal, euer Otto.